Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in meinem letzten Easter Egg Video habe ich ja mal über diese Säule hier gesprochen. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, um was es geht, ich hau den Link mal zu dem Video unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. So, und zwar, ich hatte ja die Vermutung, dass diese Säule etwas mit dem Altruistenlager zu tun hat, und das muss ich jetzt, glaube ich, widerlegen, weil ich habe da jetzt was Neues gesehen, über das ich jetzt, ja, berichten möchte, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Ganz wichtig ist mir am Ende von dem Video, dass ihr mir wirklich sagt, was eure Meinung dazu ist, weil ich bin da jetzt noch nicht so geübt drin und für mich war das Easter Egg auch neu. Ich finde es extrem geil und ich würde einfach gern eure Meinung zu dem ganzen Easter Egg sehen. So, aber es geht gleich weiter nach dem Intro. Shake it down. So, als allererstes zeige ich euch jetzt gerade mal auf der Karte, wo ich mich befinde, und zwar das ist da oben in der Nähe von Sandy Shores, und da habe ich mir jetzt mal so ein geiles Auto rausgelassen, weil ich dachte mir, für das Gelände brauche ich genau so ein Auto. Und zwar, in dem letzten Video habe ich euch erzählt von der Säule mit dem roten Pfeil, wo in eine Richtung zeigt, und das wäre ja die Richtung vom Altruistenlager, aber irgendwie, jetzt habe ich hier eine neue Säule gesehen, bei einem großen amerikanischen YouTuber. Ich denke mal, die meisten von euch kennen ihn. Oder werden das Video schon, ja, kennen. Aber ich erzähle es trotzdem für die Leute, die es noch nicht kennen. Und zwar hier befindet sich wieder so eine Säule. Auch wieder mit so komischen Alien drauf. Und hier auf dem Boden was ganz Interessantes. Und zwar das soll der Mount Chiliad darstellen. Mit dem UFO, denke ich mal. Oder das Auge, man weiß es jetzt noch nicht genau. Und auch auf dieser Säule ist so ein roter Pfeil. Und wenn ich jetzt mal oben auf die Säule drauf gehe, mal gucke, in welche Richtung der zeigt, sehe ich schon, dass der so in die Richtung von dem Hippie-Lager zeigt. Also zu der anderen Säule quasi. Sonst auf dem Weg dorthin sehe ich jetzt nichts. Zeigt es auch nicht direkt auf den Mount Chiliad, wo das UFO eventuell sein könnte. Sondern, nee, er zeigt wirklich in das Hippie-Lager rein, wo die andere Säule sich befindet. Ich zeige das euch gerade mal auf der Karte. Und zwar das, ja, der Pfeil zeigt so ungefähr in die Richtung. Und dort ist auch die Säule von dem, ja, von dem Video, wo ich da letztens schon berichtet habe. So, und jetzt gehen wir da mal hin und gehen da auch mal auf die Säule drauf und schauen, was wir dort sehen. So, auf der Säule oben angekommen, ziehe ich jetzt gleich mal das Scharfschützengewehr und schaue, ob ich da irgendwas sehen kann, was von, ja, Bedeutung wäre. Und dann schaue ich jetzt mal in die Richtung, was es dort so gibt. Im Moment sehe ich noch nichts, außer einen Supermarkt und irgendwelche Palmen, einen Zug. Und das Interessante ist, plötzlich, wenn ich aber nach rechts gehe, sehe ich wieder vom Likörladen so einen roten Pfeil. Und, also, Jungs, seid mir nicht böse, aber irgendwie zwei rote Pfeile, die irgendwo hin zeigen, zeigen dann anschließend auf einen dritten roten Pfeil, und irgendwie glaube ich, dass das schon zusammenhängt, das Ganze. Also das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung, und jetzt schauen wir einfach mal, was es dort gibt. Also wenn ich jetzt an die Location hinfahre und dort einfach mal schaue, was es dort zu sehen gibt. Also sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir an dem komischen Likörladen angekommen. Es ist ja kein richtiger Likörladen, es steht nur dran, dass es dort Likör gibt. Aber eigentlich ist es sowas wie eine Kneipe, die ein bisschen verlassen ist, wo es auch Eis und Bier und alles Mögliche gibt. Und ich habe mir das mal jetzt hier alles angeschaut, ob es da irgendwelche Hinweise gibt, wo, ja, relevant wären. Ich habe mir die ganzen Plakate angeschaut, da gibt es wirklich gar nichts, was irgendwie interessant wäre. Oben gibt es noch Bier, Werbung vom Patriot Bier. Ist mir jetzt bisher eigentlich noch nicht bekannt gewesen. Vielleicht kommt da jetzt im Bikers DLC eine neue Biermarke raus, als Konkurrenz fürs Pisswasser. Man weiß es noch nicht. So. Und auf jeden Fall gehe ich mal hier aufs Dach hoch, um einfach mal zu schauen, was es dort auf dem Dach gibt und ob ich da auch vielleicht irgendwas sehen kann. So, oben auf dem Dach angekommen, erwartet mich erstmal eine Redwood-Zigarettenwerbung, die natürlich absolut uninteressant ist. Dann hinten auf dem Schild ist auch nicht zu erkennen, das sind die ganz normalen Graffitis, die man auch unten in der Kanalisation sieht. Alles, ja, normal mit Polythia und alles Mögliche. So, jetzt stelle ich mich mal so hin, wie der Pfeil zeigt, hol mal mein Scharfschützengewehr raus und schau mal, ob ich da was sehe. Also da hockt zwar so ein leicht bekleideter Redneck auf seinem Stuhl und ich sehe halt Palmen, und viel wird einfach verdeckt von den drei Palmen. Jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen weiter links und schaue, ob es da irgendwas oder ob ich da eine bessere Sicht habe. Stelle mich mal auf den Lüftungskanal dort und schaue jetzt nochmal so hier in der Gegend rum. Im Moment nichts Auffälliges, wirklich gar nichts, außer ein paar Häuser, alles völlig normal. Aber wenn ich dann zum Motel rüber schaue, und da sieht man dann schon wieder einen weiteren roten Pfeil, wo nach unten zeigt, wo Office draufsteht. Also das kann meiner Meinung nach kein Zufall sein, dass vier rote Pfeile in eine Richtung zeigen. Und wenn man jedes Mal in die Richtung geht, dass dort irgendwas Neues angezeigt wird. Aber jetzt gehen wir den ganzen Mal auf den Grund und fahren jetzt mal dahinter und schauen, was es da so Interessantes gibt. Also bis gleich.
So, am Hotel angekommen. Erstmal nichts Besonderes, muss ich sagen. Und ich habe darüber auch ein Video gesehen, wie da irgendeiner da rumgelaufen ist mit dem Franklin um eine ganz bestimmte Uhrzeit, wo es geregnet hat. Der lief im Hotel rum, hat sich so die Räume angeschaut, hat wahrscheinlich irgendwas gesucht, ging wahrscheinlich auch auf die Suche von den vier roten Pfeilen. Und ja, lief da einfach nur rum und hat geschaut. Und irgendwann mal war ein Clown in so einem Raum drin. Also wirklich. Also davor hat er irgendwas gezeigt wegen Trevor, wegen der Mission, wo es da die Nebenmission gibt bei dem komischen, keine Ahnung, Kiffer, sage ich jetzt mal, der für die Regierung oder der für seine eigene Partei ein bisschen arbeitet und das Haschisch legalisieren möchte. Und dort gibt es ja die Nebenmission mit dem Trevor, wo er gegen die komischen Clowns da kämpfen möchte, muss, wo er am Schluss sagt, dass er halt Clowns hasst, so irgendwie in der Art. Ja. Und das kam davor und danach kam halt die Szene, wo er mit dem Franklin da rumgefahren ist und gelaufen ist und hat halt so die ganzen Räume angeschaut und irgendwann mal stand halt genau so ein Clown in dem Eck drin. Also ich habe das wirklich mehrmals gespielt. Ich habe es hier jetzt mit Franklin mit Michael gespielt. Anschließend habe ich es noch mit Franklin gespielt, habe die Zeit geändert, habe das Wetter geändert. Hat alles nicht so zum Erfolg geführt. Dann habe ich das davor noch mit dem Trevor gespielt, die Mission, bin dann wieder mit Michael, Trevor, Uhrzeit, alles angepasst, bin sogar genau die Wege, genau die gleiche Sicht abgelaufen, wie er in dem Video gezeigt hat, abgesehen davon, dass die hässlichen Wildschweine da immer waren, die mich übelst erschreckt haben, habe ich wirklich nichts gesehen, wirklich, also in seinem Video kommt es echt gut rüber, das ist wirklich gut gemacht, muss ich echt sagen, also ich habe mich wirklich dran gehockt, habe, glaube, das Video geht 12 Minuten. Ich kann es ja mal unten in die Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr es euch auch einmal anschauen. Er hat es echt gut gemacht. Aber es wollte bei mir einfach kein Clown spawnen. Und ich wollte euch unbedingt diesen Clown zeigen. Aber bei mir war da einfach nichts. Hier in dieser Ecke ist er gespawnt. Aber bei mir war da wirklich nichts. Ja. Schreibt mir mal eure Meinung, weil ich bin jetzt hier wirklich am Ende. Ich sehe auch, oder habe keinen anderen oder weiteren roten Pfeil mehr gesehen. Der eine letzte rote Pfeil zeigte den Boden. Ich war da oben auf dem Dach drauf. Dort war nichts zu sehen. Ich war unten. Dort war nichts zu sehen. Ich habe wirklich das ganze Motel abgesucht. Es ist irgendwie nichts zu sehen, was irgendwie auf einen neuen Hinweis deutet. Deswegen, wenn ihr das Easter Egg kennt und vielleicht schon eine weitere Lösung, schreibt mir noch bitte in die Kommentare. Ja, was es auf sich hat mit den vier roten Pfeilen oder ob das Ganze nur Zufall ist oder sonst irgendwas. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass ich euch unterhalten habe. Wenn es so ist, dann würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Für die Leute, die neu sind auf meinem Kanal, die können mich natürlich gerne abonnieren. Und ich bin jetzt an der Stelle raus. Jungs, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.